Wo kommt er auf einmal her? Hilf mir noch mal! Nicht du schon wieder! Nein, ich bin total blank! Dumm gelaufen! Ich muss aufs Klo. Oh mein Gott, als ob! Oh nein, als ob! Bitte sei jetzt gleich. Nein, bitte sei nicht weg! Bitte sei nicht weg. Oh, no, no, no. Bitte sei noch da. War so klar, ne? Oh, jetzt ist er trotzdem hier. Okay, passt. Okay, bin bereit. Auf geht's. Glückwunsch, hab mir erlaubt, dein Zeug zusammenzupacken und woanders zu platzieren. Pack die Kiste schnell aus, denn für die Lagerung verlange ich Knete, kapiert? Boah, geile Hütte. Kiste auf. Dann. So. Puh, wir haben sogar einen, oh, richtig krassen Garten. Wie geil ist denn der Garten, bitte? Schaut euch das an. Mit so einem richtig geilen, oh, Wasserfall und so. Nice. Okay, runter. Hey, oh. Guck mal hier hin. Oh, hey, direkt nach draußen. Das ist ja eine geile Bude. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier eher die Küche ist, oder? Ja. Erstmal das Telefon. Das machen wir mal hier hin. Oder? Was meint ihr? Das ist doch hier eher die Küche so, ne? Oder? Don't know. Ja, bla bla bla. So, dann. So, den fucking Tisch. Haben wir den jetzt schon dabei? Den haben wir nicht. Ja, dann gehen wir kurz nach oben. Ich würde dann sagen, dass wir hier. Aber wo ist das Schlafzimmer? Es gibt kein Schlafzimmer, machen wir dann im Keller oder so. Hier machen wir die Toilette hin. Also das Badezimmer. Ach, keine Ahnung. So, ist auch eigentlich relativ. Wir machen mal einen Sessel hier hin. Wir schauen mal, vielleicht ändern wir es ja auch nochmal. Mal gucken. So. Ja, sieht auch alles scheiße aus, ich weiß, aber gut. Meine Güte, was haben wir denn alles für einen Scheiß hier drin? Das Aquarium. Packen wir mal hier hin. Das schäbige Huhn. Was wir nur dabei haben aus Nostalgiegründen. Packen wir mal da hin. Sieht scheiße aus, aber ist egal. Genauso wie der Tisch. Der passt auch überhaupt nicht hier rein. I know. Aber egal. Die Boxingstation. Die packen wir dann mal hier hin. Ich will nur eben irgendwie mal schnell die hier alles leer räumen. So. Ja, und jetzt kann die Kiste doch weg. Oder? Ja, Kiste ist leer. So, go. Weg damit. Schwupp. Ja, hier machen wir mal Bett hin. Warum geht das nicht? Hier geht nicht. Okay. Warum auch immer? I don't know. Als ob die schon wieder schläft. Ich raste aus, ey. Okay, wir müssen ein zweites Bett kaufen. Das kann ja so nie weitergehen. Okay, sieht erstmal nicht schön aus, ich weiß, aber wir haben auch viel mehr Sachen haben wir auch gar nicht. Das bedeutet für uns, wir sind erstmal so. Ach, ich hätte das ja auch doof so gemacht von mir. Moment. Ah, wir müssen den hier bewegen. Das ist ja alles. Machen wir mal so. Und jetzt noch einen zurück, denn sonst kommen wir ans Telefon ja gar nicht dran. Hehe. Warum kann man das nicht da. Was zum Fick?
So. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ach, bald Bett war ja unten, erstmal dran gewöhnen. Und auch erstmal den Weg und alles kennenlernen. Jetzt wieder zum neuen Haus, nicht mehr zum Glockenturm, sondern hier in diese Villa. Mal schauen. So. Ja. Gehen wir mal duschen. Oder ist das eher das Schlafzimmer? Nee, ist ja, nee, irgendwie fehlt ein Raum. Obwohl das Haus schon so groß ist, ein Raum fehlt irgendwie. Da wisst ihr was? Wir machen das Bett hier hin, oder? Passt das nicht viel besser? Ach, ist egal, wir lassen es erstmal so stehen. Wir gucken mal. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was es überhaupt für neue Aufgaben gibt. Noch gar keine. Jetzt müssen wir wieder, okay, rumlaufen und schauen, wer eine Aufgabe für uns hat. Wir müssen uns wieder irgendwie eine neue Quest müssen wir uns jetzt wieder ja, holen. Irgendwie neue Quests besorgen. So. Jetzt können wir einmal gucken, ob es vielleicht... jetzt unten bei dem Geisterhaus weitergeht. Könnte tatsächlich sein. Wir müssen mal nach dem zweiten Bett gucken. Ja, und eine Spüle brauchen wir auch. Wir haben nichts zum Händewaschen zu Hause. Ah, halb so wild. I know, halb so wild. Wen juckt's? Und zwar war das, das haben wir ja. Oh, hier! Oh, schaut mal! Erstes Mal, dass wir hier so ein Ding hier gefunden haben. Oh, die sind so richtig wertvoll, die Dinger. Dreiohrmaus. Die wertvollsten Schrottsache, die man finden kann. Mega. Oh mein Gott! Direkt jetzt die zweite. Ich glaube, die sind über 200 wert. Eine, oh mein Gott, und auf einmal finden wir zwei auf einmal. What the fuck? Kommen wir jetzt irgendwie rein, maybe? Nee, wahrscheinlich nicht. Dim, 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 dim. Nee. Wir müssen irgendwie. Ja, das ist kalt Quatsch. Wir müssen jetzt mal irgendwie irgendwen finden. Der neue Aufgaben für uns hat. Also irgendein Typi mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf. Aber wo war denn das jetzt, wo wir. Hier? Ah, nicht ganz. Egal. Wir können noch schnell angeln gehen. Okay, lange Fred ist es schon mal nicht. Die beiden sind es auch schon mal. Moment, Kleozaster nicht vergessen. Wir dürfen. Oh nein! Nein! Schnell angeln. Gucken, ob wir Kleozaster gleich noch finden, um die Pfeife abzugeben. Boah, da oben, das ist ein Fettsackfisch, oder? Hier. Ja! Ja! Komm schon. Komm schon. Ah! Boah, der hat 90 gegeben. Gar nicht so verkehrt. Weiß ich, der hier könnte der größte sein. Obwohl, naja. Also der größte von denen, die gerade verfügbar.
Der ist abgehauen. Arschlochfisch. Dann machen wir es halt so. Sind nicht so große Brecher dabei irgendwie heute. Nicht so gut, aber egal. Wir haben auf jeden Fall das verrückte Huhn. Wir sind auf jeden Fall das verrückte Huhn losgeworden. Leute, lasst uns einmal schauen, wo Kleozaster ist. Bin vor dem Herrschaftsgut. Ey, das ist doch direkt hier, oder? Moment. Herrschaftsgut ist doch das hier. Genau. Da sind wir doch ganz in der Nähe. Charmant, was ist denn mit dir los? Ich bin absolut fertig, Kumpel. Ich kann gar nicht sagen, wie am Ende ich bin. Hört sich an wie der Weltuntergang. So schlimm wird es doch nicht sein. Schlimmer. Ich hätte in der Band hier spielen können, aber ich hab's versaut. Das war mein Kindheitstraum. Ich habe meine Chance vertan und jetzt ist mir nur noch nach Heulen. Du kriegst doch noch eine Chance. Wohl kaum. Die Bandleaderin Clara Clever ist ehrgeizig. Sie will, dass alle Bandmitglieder ihren ganz eigenen Stil einbringen und gute Musiker sind. Ich kann eigentlich nur auf zwei Fingern pfeifen, nicht mal das mit Stil. Was will Clara Clever? Also, die Band braucht einen Proberaum. Viele Freunde, gute Publicity und der neue Gitarrist sollte Beziehungen sowie eine eigene Gitarre haben. Natürlich muss sie dich mögen, sonst kratzt sie dir die Augen aus. Kopfhoch, du kriegst das schon hin. Klar, danke. Ich habe gerade einen Lutscher mit Pfeife drin gekauft. Wenn ich darauf spielen kann, gehe ich wieder hin. Wo finde ich hier einen Proberaum und eine coole Gitarre? Nee, sorry. Okay, nice. Aber wir haben schon mal neue Ziele. Proberaum finden, Falle auf Popularität 25, Style dich, Kreativ 3, Charisma 2, coole Gitarre holen, beeindrucke den Bandleader. Also Clara Clever. Okay, wir wollen jetzt nur einmal zu Cleo Zaster. Ich hoffe, die ist noch hier. Weil sonst könnte es jetzt fast so langsam zu spät werden, um die Pfeife, also nicht allgemein um die Pfeife abzugeben, ne? Aber um noch Kohle dafür zu bekommen, die Pfeife abzugeben. Dafür könnte es dann jetzt bald zu so langsam zu spät werden. Scheiße, wo ist er, ey? Dim. Ja, das ist nicht gut. Die scheint hier nirgendwo zu. Na. Okay, dann müssen wir sie nochmal anrufen. Und wir müssen unseren Roller wiederholen, irgendwo. Ja, unser Roller ist schon zu lange weg. Cleo Zaster, wo bist du? Ich bin im Country Café. Oh mein Gott. Really? So weit weg? Oh Mann. Dann nehmen wir doch die Kanalisation. Sollte schneller gehen. Dann müssen wir nach ganz oben rechts, oder? Ne, wir sind hier ganz oben rechts. Dann müssen wir nach unten rechts. Am besten. Ja, fast. Mal gucken, ob sie immer noch da ist. Jo! Das stimmt nicht, Cleo. Oh, hey Marvin, ich habe ein Riesenproblem. Ich würde dich ja um Hilfe bitten, aber du siehst nicht aus, als könntest du gut mit Geld umgehen, stimmt's? Geht auch deutlicher. Es ist so, ich weiß nicht, ob ich mein Geld der Fernsehshow, wer wird Pizzachef, spenden soll, die drüben gedreht wird, oder das ganze Restaurant kaufen soll. Scheint Geld zu haben. Oh, hätten wir uns mal mit ihr liiert. Wer wird Pizzachef? Sag nicht, du kennst die Show nicht. Das ist doch wohl die absolut mega coolste Turbo-Show des Jahrhunderts, musst du sehen. Klar, was muss ich tun? Erstmal ohne Ende üben. Sie nehmen ja nicht jeden. Du musst dich schon mit dem Chefkoch anfreunden und dann
musst du deine Kochkünste optimieren, Pizza ausfahren, Sponsoren finden und mir 2500 Simoleons zahlen, na klar. Erst dann kannst du dich melden. Das krieg ich hin. Klar, aber bevor ich eine Check ausstelle, muss ich wissen, ob alles legal ist, ob du mir hilfst, also hau rein. Nein, ich will dir doch die... Als ob wir nicht mit ihr reden können, bevor wir die 2500 Simoleons nicht haben. Ich will dir diese fucking Pfeife geben, du Pfeife. Oh mein Gott. Oh, ist das traurig. Ja, dann. Oh mein Gott. Okay, das ist irgendwie echt dumm gemacht. Jetzt können wir ihr die fucking Pfeife nicht geben. Jetzt werden wir niemals Geld dafür kriegen. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt einmal, was, wo, ob Clara Clever noch irgendwo zu finden ist und dann ansonsten fahren wir nach Hause und ja. Ist ja traurig. Ohne mich im Park eine Weile, da sind wir ganz in der Nähe, glaube ich. Ist doch hier der Park, oder? Yes. Oh, die will auch irgendwas. Ich bin Musiker. Ha, kann ja jeder sagen. Kannst du überhaupt ein Instrument spielen? Ich singe und tanze. Original, sorry. Ich muss gehen. Also, wir spielen nur hart noch Rock'n'Roll. Wenn du eine Gitarre hast, kannst du eine Session mit uns spielen. Aber das muss geklärt sein, bevor ich dir sage, wann und wo wir spielen. Ich spiele wie ein Gott. Mach mal halblang, Junge. Wir spielen nur hart Rock'n'Roll. Aber wenn du... Halt, hatten wir doch gerade schon. Wo finde ich hier einen Proberaum? Nee, sorry. Hat jetzt nicht so viel gebracht, mit dir zu sprechen. Obwohl, Moment. Das ist der Bandleader. Wir sollen die beeindrucken. Oder? Beeindrucke? Ja, wie beeindrucken wir die denn? Für dich bin ich nie cool genug. Ich bin ein Nachtmensch. Findet so gut. Du singst wie ein Engel. Findet sie nicht gut. Mein Verstärker ist frisiert. Oh mein Gott. Okay, sonst stand da ja immer Freunde dich an. So, Freunde dich an, so und so viel Anfreundungslevel mit dem und so. Und da steht jetzt einfach nur beeindrucke. Aber ja. Jetzt müsste man jetzt halt nur wissen, was das bedeutet. Beeindrucke, naja. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie schauen, dass wir schon mal dass wir schon mal eine Gitarre irgendwo herkriegen. Vielleicht aus Carla Krams Laden, vielleicht aus einem normalen Laden, I don't know. Müssen wir mal schauen. Aber wir müssen jetzt auch erstmal schauen, dass wir dann wieder ein bisschen Geld zusammenbekommen. 2500 brauchen wir wieder, ey. Ah. Wir können natürlich auch viel Schrott verkaufen mittlerweile wieder. Dadurch bekommen wir auch einiges, weil nicht die 2500, die wir brauchen. Aber mit Sicherheit schon wieder einiges. Ja, ja. Dim. So, gehen wir jetzt nochmal auf Klo. Und dann schauen wir einfach mal. Also, wo ist unser Roller?
Und da wir jetzt auch gerade einmal hier sind, gehen wir einmal hier rein. Achso, erst um 11 Uhr. Denn... da. Mit Koch anfreunden, Beziehung 60. Eieiei. Zeig dein Können, Kochen 5. Zahl den Schaueintritt. Beziehung 60 mit Tom. Das ist eine Menge. 60 ist eine Menge. Dann sollten wir mal ein bisschen jetzt mal mit anfangen. Vor allem, ich glaube, der ist gar nicht so einfach zu begeistern, der Typ, ne? Da ist er ja. Wie viele Köche braucht man? So, deine Nase erinnert mich an eine Pepperoni. Jeden Tag esse ich etwas anderes. Essen ist schön. Alle wissen, dass ich besser koche als du. Deine Pizza ist der größte Gaumenschmaus aller Zeiten. Das hört er gerne. Hey, Käse ist gesund. Ja. Wie viele Köche braucht man? Hey, der ist leicht zu beeindrucken. Du musst ein Restaurant in SimCity eröffnen. Im Flugzeug schmeckt's besser. Sorry, ich habe alle vor diesem Ort gewarnt. Ich habe 20 Zwiebeln in einer Minute. Ich hacke. Oh, oh, findet er aber nicht gut. Ich weiß, was du nicht weißt. Findet er lustig. Das Soßenrezept hast du deiner Oma gestohlen. Das ist das im Restaurant. Ja. Warum sind Fische kalt? Boah, sorry, Pasta-Allergie. Boah, dann würde ich weinen, wenn ich eine Pasta-Allergie hätte. Ich möchte, dass du für seine Party kochst. Jeden Tag esse ich etwas anderes. Essen ist schön. Dieser Ort ist nicht sehr hübsch. Naja, das sagen wir ja eben natürlich nicht. Was für einen albernen Namen du hast. Ich finde, Olivenöl riecht und schmeckt toll. Ja, lustig. Sorry, ich habe alle vor diesem Ort gewarnt. Das ist das Innenrestaurant. Sorry. Meine Pizza bitte mit Mayo und Chips. Deine Pizza ist der größte Gaumenschmaus. Nur noch 20, dann haben wir es gleich schon. Ich finde, Olivenöl riecht und schmeckt toll. Ey, der ist echt leicht zu beeindrucken. Der hat voll viele Sachen, die gut sind. Was kommt raus, wenn man Ananas und Toast kreuzt? Ist das Soßenrezept? Nein. Beim Kochen machst du lustige Geräusche. So, Furzen zum Beispiel. Du siehst aus wie der Typ aus meinem Comic. Eine Pizza pro Tag und fern ist der Sarg. Einmal drücken? Oh, möchte er nicht. Der Bürgermeister möchte, dass du für seine... Ich war... Jetzt habe ich mich leicht hinreißen lassen, ne? Habe ich mich hinreißen lassen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. War nicht so gemeint. Was kommt raus, wenn man Ananas kreuzt? Beim Kochen machst du lustig. Alle wissen, dass ich besser bin als du. Nee. Im Flute, hey, Käse ist gesund. So, jetzt haben wir es gleich. Wie wäre es mit dreieckigen Pizzen? Ja, ich will jetzt auf Nummer sicher gehen. Die Pizza ist der größte Gaumenschmaus. So, jetzt haben wir nämlich 60. Machen wir einmal schwupp. Haben wir das schon mal erledigt. Zeig dein Können, Kochen 5. Was heißt das? Ach, Moment, wir müssen... Oh, ich weiß, was das bedeutet. Und zwar lernen. Lernen, lernen, lernen. Wir holen uns jetzt erstmal unser Roller. Unseren Roller! Wir können auch direkt dann hier einmal aufs Klo gehen. Dim, 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 dim. So. Und jetzt können wir gerne einmal in die... Ja, ja. Obwohl, sitzen sollten wir einmal und dann einmal in die Bücherei. Wir müssen nämlich auch Kreativ und Charisma lernen. Hört sich ja überhaupt nicht spaßig an, ne? War nicht unser Roller jetzt hier irgendwo? Wo war unser Roller? Scheiße, wo ist unser Roller? Ne, fucking shit, ey. Hä? Da unten. Warum haben wir denn dann gerade den Roller nicht gesehen? Nee, 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 nee. Ist ja merkwürdig. Hm.
Ja. Ich laune, lass mich bisher in Ruhe. Ach da. Machen wir hier mal ein bisschen im Kreis, dass unsere Unterhaltung steigt, damit wir einmal den Typi hier ansprechen können. Gibt es hier eine Ausstellung? In diesem Nest, du machst wohl Witze. Ich versuche seit Jahren den Bürgermeister zu überreden, eine Galerie zu öffnen, aber er meint, andere Projekte sind lukrativer. Immerhin könnte er Künstler fördern, das wäre ein Anfang. Was für Künstler denn? Ich bin überzeugt, dass wir in Sim Valley jede Menge künstlerische Talente haben, aber wie sollen wir das herausfinden? Wo sollen diese Talente gezeigt werden? Der Bürgermeister muss meine Idee einfach unterstützen. Man könnte es also als Touristenprojekt angeben. Die Künstler zeigen die Schönheit der Gegend, das wäre gut. Welche Gegend hattest du gedacht? Hier gibt es viele schöne Eckchen. Den Strand, die Farm deines Opas, aber ich denke besonders an die Gegend am Labyrinth. Ich weiß, wo das ist und male es. Du würdest das tun? Du findest auch, dass das der malerische Ort der Gegend ist, oder? Ich will... Ach, der malerischste, so heißt das. Der malerischste Ort der Gegend. Ich will dich nicht von deinen kreativen Pflichten abhalten, Marvin. Ich möchte später das Werk sehen. Jo, kein Thema. Noch mehr neue Ziele. Finde durch den Liebhaberabgang. Male eine Seelandschaft. Verkauf dein Bild an Gigo. Okay, jetzt gehen wir aber einmal in die Bibliothek. Die Bibliothek. Wer kennt sie nicht? Wir sind hier voll falsch. Einmal auf die andere Seite. Bibliothek. Nein! Du bist 18 Uhr auf! Scheiße! Okay. Ja, ich glaube, es hat jetzt alles mittlerweile geschlossen, ne? Hat der Mogelhandel bis 19 Uhr auf, maybe? Schneller! Schneller! Jawohl, kommen wir noch rein. Moment. Guten Tag, Gyrosklappe. Dir auch, Marvin. Wie gefällt dir denn mein unser Städtchen, in aller Welt bekannt als Sim Valley, die Stadt der heimlichen Erleuchtung? Es ist toll hier. Sicher doch. Und weißt du auch warum? Weil ich dafür sorge, dass alles glatt läuft. Ich finanziere die Bauprojekte, den Straßenbau und die Musik, die du gerade hörst. Du hast wohl viel zu tun? Natürlich, jetzt kümmere ich mich um die Planung des ersten Triathlon von Sim Valley. Die Events stehen, aber uns fehlt der Segen des Bürgermeisters und steht noch ein Kampf bevor. In Sim Valley Triathlon? Brillant, was? Ein ganz besonderer Triathlon. Bullenreiten, Boxen und vieles mehr, das ist vielversprechend, aber der Bürgermeister meint, die Events sind nicht aufregend genug. Wie sollen wir ihn nur überzeugen? Suchst du einen Freiwilligen? Ja, ich? Unterstellst du mir sowas Niederes? Vergiss es, aber du bringst mich auf eine gute Idee. Machen wir doch einen Test. Du machst alle drei Disziplinen mit und lieferst mir einen glühenden Bericht. Vielleicht ändert der Bürgermeister dann seine Meinung. Klingt gut. Chen, es gibt zwei große Wettbewerbe. Den Bullenreitrekord und das K.O.-Boxen, oh Gott. Und du musst schaffen, was niemandem gelang. Das verrückte Huhn fangen, oh mein Gott. Am besten trainierst du erstmal, damit du einen guten Eindruck machst, okay? Fang das verdrehte Huhn. Bullenreiten-Rekord holen, Körper 6. Hau dir Dicklippe K.O. Ach du Scheiße. Nee, okay. Na gut. Tja. Ja, aber das ist doch eigentlich schon mal nicht so schlecht, weil... wir können nämlich das mit dem Kaputthauen und so... zu Hause üben. Das können wir auch eigentlich jetzt nochmal direkt machen. Wir gehen nur einmal kurz was essen. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ja gut, das dauert halt ziemlich lange jetzt mittlerweile, ne? Das Trainieren, weil wir das schon zwei, dreimal gemacht haben, glaube ich. Und das schnell müde macht. Aber vielleicht kriegen wir nochmal ein weiteres hin. Wäre schön. Wir probieren es einfach mal, oder? Dusche ist nämlich relativ... Oh ja, es dauert echt lange. Uiuiui. Oi, das dauert wirklich lange.
Wie soll man das denn jemals hinkriegen, ohne umzukippen? Oh, er hört sogar auf. Ja, das ist natürlich schlecht. Oh Gott. Hey! Okay. Wir sind hier stuck. Ja, dann lass uns einmal kurz Klo, duschen, essen. Ja, dann gehen wir auch direkt schlafen und machen das morgen nochmal oder so. I don't know. Nur was halt jetzt interessant ist, das werden wir jetzt herausfinden, ob der Fortschritt gespeichert bleibt, wenn man aufhört oder ob das man wieder von null anfängt. Eigentlich muss er jetzt gespeichert bleiben mittlerweile, weil es halt so müde macht und so schnell stinkig macht. Ja. Und so schnell stinkig macht, dass das eigentlich gar nicht mehr hinhaut. Ohne dass man vorher einen anderen Balken leert und er abbricht, weil er duschen will, essen will, schlafen will, was weiß ich nicht was. Also könnte ich mir so vorstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Mal 6 Uhr morgens aufstehen, um einmal direkt zu trainieren, hä? Ja, der Fortschritt bleibt tatsächlich gespeichert, dann geht das ja. Ich würde trotzdem sagen, dass wir das jetzt einmal durchziehen, soweit es geht. Und dann halt mal gucken, auf welches Level wir schon beim Körpertraining sind. Krafttraining, was auch immer das hier ist. Weil es dauert schon sehr lange mittlerweile, ne? Und ich weiß halt auch nicht, welches Level man braucht, welche Stufe man braucht, um dir Großlippe dann am Ende auch, oder dir Dicklippe am Ende halt auch wirklich K.O. zu hauen. Alter, die macht den Herd kaputt. Oh mein Gott. Guck mal, das mit dem Schlafen reicht tatsächlich schon, obwohl wir noch gar nicht so spät haben. Wir können noch mal ein, zwei Stündchen schlafen. Und dann macht sie den Herd kaputt und lässt ihn auch einfach kaputt. Ich kann nicht mehr. Ist ja Wahnsinn. Ist ja einfach nur Wahnsinn. So, wir schlafen noch mal kurz und dann machen wir das mit dem Training einmal fertig. Wir müssen halt auch irgendwie Geld besorgen, ne? Damit wir ja, die Cleo da bezahlen können, aber gut. Ah ne, guck mal. Ah ne, doch. Ist es immer noch kaputt. Ich wollte sie gerade ein bisschen loben. Dachte so, jo, die hat es doch repariert, aber natürlich nicht.